Hallo liebe Grillerfreunde, hier ist wieder eure Griller Queen und ich möchte heute mit euch bei diesem ekelhaften Wetter eine Erbsensuppe machen. Eine richtig schön deftige Erbsensuppe aus dem Dutch Ofen von meinem Grill. Und dafür habe ich schon mal ein bisschen was zurechtgeschnippelt. Ich habe hier eine große Gemüsezwiebel, ich habe eine halbe Knolle Sellerie, ich habe hier ein bisschen Bacon, das sind ungefähr so 200 Gramm. Ich habe 6 Wiener Würstchen. Dann habe ich grüne Schälererbsen und hierzu muss ich sagen, da gibt es ja verschiedene Varianten. Ihr könnt ja auch Tiefkühlerbsen nehmen und alle, jetzt werden viele sagen, oh, die hättest du einlegen müssen. Ich habe extra gelesen hinten, hier steht nämlich drauf, Hofgutschälererbsen müssen nicht eingeweicht werden, da die äußere harte Schale beim Schälprozess bereits entfernt wurde. Also kann ich hier empfehlen, ne? Habt ihr nicht so eine große Vorarbeit, einen Abend vorher irgendwelche Erbsen einweichen, sondern die Dinger hier von Hofgut könnt ihr gleich nehmen. Dann habe ich Gemüsebrühe. Da brauche ich nachher noch ein bisschen mehr Wohl von. Wir wollen das ja alles, dass es schön bedeckt ist. Dann habe ich noch ein bisschen Senf. Den haben wir mal aus Polen mitgebracht. Den werde ich damit zum Abschmecken nehmen. Majoran und Pfeffer und Salz und mein ganz normales Sonnenblumenöl für meinen Grill. Ich habe jetzt meinen Grill schon mal vorgeheizt. Hier ist mein Dutch Oven. Und dort habe ich jetzt auch schon mein Öl reingegeben. Und wir fangen jetzt nämlich an mit dem Bacon. Ich muss einmal hier gleich darüber. Wir fangen jetzt an, den Bacon kurz anzuschwitzen, genauso wie die Zwiebeln. Genau. Oh, ich bin mit Handschuh rein. So, so sieht das Ganze aus. Das machen wir jetzt erstmal. Ich sag mal, der Bacon kann jetzt immer eine Minute alleine drin bleiben. Dann kommen unsere Zwiebeln dazu, aber das zeige ich euch gleich. Also das wird auch schon reichen, das geht schon gut. Ich könnte jetzt auch nur Bacon hier machen, das wird schon der ganzen Familie reichen. Aber nein, geht jetzt weiter. Wir geben jetzt unsere Zwiebel, wie gesagt, eine ganze Gemüsezwiebel gebe ich jetzt dazu. Die wird hier kurz mit angeschwitzt. Und dann kommt auch schon unsere Sellerie. Unsere Sellerie kommt gleich mit dazu. Genau jetzt. Kommt auch mit da rein. Das Ganze lassen wir jetzt hier mal einen Augenblick so zusammen miteinander, machen den Deckel runter und warten einen Augenblick ab. Während hier alles so ein bisschen brutzelt, ist mir aufgefallen, dass ich gar keinen Lippenstift drauf habe. Aber es müsst ihr mir verzeihen, ich bin heute Morgen aufgewacht mit einem dicken Auge. Und ich weiß gar nicht, was das ist, ob ich einen Gerstenkorn kriege oder so und meine Nase läuft. Vielleicht hängt das Wochenende auch noch ein bisschen in meinen Knochen. Also müsst ihr mir heute verzeihen. Lippenstift ist das nächste Mal wieder mit dabei. Das verspreche ich euch. Erbsensuppe. Wir wohnen ja in der Nähe von Bad Segeberg. Und ich weiß ja nicht, ob euch Möbelkraft was sagt. Da gibt es ja eine legendäre Erbsensuppe. Da bin ich als Kind, oder ist mein Vater mit mir hingefahren, hat gesagt, also heute essen wir Erbsensuppe. Und ich kenne auch echt viele Leute, die sagen, oh, beste Erbsensuppe ever. Ich habe wirklich versucht zu recherchieren, an dieses Rezept ranzukommen, aber das ist irgendwie, sagt Möbelkraft, nee, das gehört uns. Mir hat die gar nicht geschmeckt. Echt nicht? Nee. Also selbst wenn ich mal im Urlaub war und ich habe Leute kennengelernt, die haben gesagt, Möbelkraft Erbsensuppe. Echt, also das ist nicht irgendwie Bett kaufen oder einen Schrank, das ist immer Erbsensuppe. Also, wie gesagt, ich bin es gewohnt, dass die Leute diese legendäre Erbsensuppe kennen. Ich hätte sie gern mal genauso gemacht, aber ich komme einfach nicht an das Rezept ran. So, das sieht jetzt schon super aus, das reicht mir so. Jetzt kommt nämlich unsere Gemüsebrühe dazu. Und ich habe hier 1,5 Liter Gemüsebrühe. Die habe ich einfach, das ist eine Instant-Gemüsebrühe, die ich mir selber angerührt habe vorher. So sieht das Ganze ganz gut aus. Dann kippe ich jetzt meine, das sind 500 Gramm Schälererbsen, kommen jetzt hier mit dazu. Und das Ganze wird jetzt verrührt, noch nicht gewürzt, gar nichts. Und ich mache jetzt meinen mittleren Brenner aus. Meine beiden anderen lasse ich an und stelle sie so auf halb. Und das Ganze lasse ich jetzt mit Deckel drauf, vom Dutch Oven natürlich vor sich hin köcheln. Ihr müsst zwischendurch immer mal reingucken. Es könnte sein, dass ihr immer mal ein bisschen Flüssigkeit nachkippen müsst. Aber das seht ihr ja dann. Ich werde mal zwischendurch auch den Deckel aufmachen und euch mitnehmen. Okay, also sind jetzt so 1,5 Stunden vergangen. Zwischendurch ist natürlich mein Gas leer gewesen. Aber sowas passiert ja eben mal. Ich habe jetzt noch mal so 1 Liter Wasser nachgekippt, wie ihr sehen könnt. Jeder kann das so ein bisschen so handhaben, wie er das gerne möchte, wie die Konsistenz nachher sein soll. Die Erbsen sehen schon richtig gut aus. Ich habe es aber gerade schon mal probiert, die sind noch echt hart. Also das Ganze braucht noch ein bisschen. Wir geben jetzt aber unsere Würstchen dazu. Unsere Wiener Würstchen kommen jetzt hier mit rein und werden ein bisschen mit untergerührt.
Und wie gesagt, ich habe es ja gerade schon mal probiert. Und ich habe es mir echt, also ich habe gedacht, dass die Erbsen schneller weich werden. Werden sie aber nicht. Heiß. Ja. Na, die sind noch total hart. Also, locker nochmal. Auch noch ein bisschen. Ne? Das Ganze ist jetzt ja noch sehr fad. Noch gar nicht großartig abgeschnitten. Deswegen geben wir jetzt schon mal einen kleinen Löffel Senf dazu. So, ein bisschen weniger. So ungefähr. Kommt jetzt ein bisschen Senf mit rein. Und etwas Majoran. Wenn ich ihn aufkriege mit meinen langen Nägeln. Ach, machen wir so rum. Nehmen wir die große Seite, ne? So, etwas Majoran. Und dann haben wir natürlich noch etwas Pfeffer. Da könnt ihr ruhig ein bisschen was ranmachen. Soll ja auch Geschmack haben. Und ein bisschen Pfiff. Salzen werde ich jetzt noch nicht. Das mache ich erst ganz zum Schluss. Okay, wie gesagt, mein Pech war nun gerade, dass mein Gas leer gegangen ist. Ich war echt nur 20 Minuten weg, aber ja, mag vielleicht auch genau 20 Minuten lang ausgewesen sein. Ist jetzt, wie es ist. Jetzt kommt der Deckel wieder rauf und wenn ich merke, dass meine Erbsen nicht mehr bissfest sind, dann können wir sie essen. Es ist soweit. 2,5 Stunden sind rum. Ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht, weil mein Gas ja zwischendurch leer war. Komm mal her. Guck mal rein hier. Das sieht doch super aus, oder? Richtig geil. Ich bin total happy so mit der Konsistenz. Das ist ja auch immer so eine Geschmackssache, aber ich mag das, wenn das so ein bisschen wie so ein kleines Püree auch schon fast ist. Ich finde das einfach super geil. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen testen, wie also Hunde. Hey, wie so der Geschmack ist. Die Hunde kämpfen da hinten. Und mal gucken, was wir jetzt hier noch so an Gewürzen ranhauen. Ist immer so heiß. Ich habe zwischendurch schon den Gaumen verbrannt. Darf ich einmal was sagen? Was möchtest du sagen? Das Licht ist ein bisschen grell. Das geht, glaube ich, auf der Kamera. Okay. Alles machbar. Okay, also, man schmeckt den Majoran raus. Ich bin da ganz zufrieden. Ich würde jetzt einfach, ich habe noch mal ein bisschen gemahlenen Pfeffer geholt. Ich würde hier noch mal ein bisschen pfeffern. So, könnt ihr das sehen? Das muss ich auch so ein bisschen, vom Gefühl, also so ein bisschen, auf jeden Fall Salz ran. Salz haben wir noch gar nicht reingemacht. Wir hauen jetzt hier mal schön ein bisschen Salz ran und dann kommt ein ordentliches Stück Butter. Butter geht nämlich immer, wie ihr wisst. Ein ordentliches Stück Butter kommt hier noch mit ran und dann, wo ist denn mein Messer? Schönes Stück Butter, guck mal hier, ungefähr so. So, und dann werden wir gleich mal zusammen probieren. Bis gleich. Jetzt wird probiert. Also, das ist ja nun, wie ihr gesehen habt, das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich habe da gar nicht so viel rangemacht. Man muss nur einen Augenblick Zeit haben, aber trotzdem kriegt ihr einen mega geilen Geschmack. Und es ist, also optisch ist es ein bisschen so wie diese Möbelkraft-Erbsensuppe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mal gucken, ob wir es jetzt so, wenn wir es jetzt zusammen essen, ob es auch genauso schmeckt. Einfach sehr heiß. Ich finde sie mega lecker. Ich mag die, wie gesagt, wie ich es ja gerade schon gesagt habe, dieses Sämige. Ich finde das einfach total geil. Mir fehlt auch nicht die Kartoffel. Viele machen es ja noch mit Kartoffeln oder mit Möhren. Mir reicht das so, wie ich das hier heute gemacht habe. Ich finde es total lecker, total geil. Und wie gesagt, einfach zu machen. Und das ist ja auch manchmal ganz wichtig, wenn man keinen Bock hat, so viele tausend Sachen zu schnippeln. Du kriegst trotzdem super Geschmack hier rein. Ja, so ist das. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein Like da. Wenn euch das Video richtig gut gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein Abo da. Und wenn ihr mir erzählen wollt, wie ihr eure Erbsen super macht, dann schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare oder schreibt mir mal eine Nachricht. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und ja, ich verabschiede mich jetzt mit einem Küsschen.